Hallo und willkommen zurück zu Iron Harvest. So, die Mission Niemandsland steht an, dann fangen wir doch direkt an. Also die Kamerafahrt über Bäume hat das Spiel perfektioniert. Ein neues gottverlassenes Drecksloch zu inspizieren. Da werden wir am meisten gebraucht. Oh, wir werden in dem Drecksloch am meisten gebraucht. Wieso hält er dich aus den echten Kämpfen raus? Prinz Wilhelm, schnell, bitte! Ein Angriff! Unsere Basis hält nicht mehr lang durch! Na bitte, Parsival. Saxonia in Not. Gehen wir. Na gut, wenn ich helfen kann, will ich das natürlich tun. Wo muss ich denn hin? Ja, das ist relativ eindeutig. Gleich um die Ecke ist es. Ja, dann bewegt euch mal. Schön in die Mitte der Basis. Ach komm schon. Beeilt euch mal ein bisschen. Ich kann es nicht leiden, dass die Infanterie Abstand gewinnt zu euch. Ich hätte gern die Mechs an vorderster Front. Alter, sind die Einheiten hier hinten langsam. Na gut. Oh, da geht's hier schon heftig zur Sache. Alle bereit? Da sind sie! Schnell, helft ihnen! Was gibt's? Natürlich helfe ich denen. Granaten sind die Lösung für jedes Problem. Ja, das ist eine generelle Meinung von euch. Hab ich da schon rausgehört bei der letzten Episode. Echte Granatenfans, die Leute hier. So, mach mal die Mächte weg. Und guck, da hinten ist so eine schöne Mechkanone oder was ist das? Ein Mörser. Auch nicht gut. Na, schauen wir mal, dass man das wegbekommt. Nein, meine Einheiten kriegen aufs Maul. Was fliegt da schon wieder über uns weg? Komm schon. Ja, das Ziel ist direkt vor dir. Was willst du denn noch? Mehr Ziel geht nicht. Wer wird beschossen? Wir beschießen doch die. Oh, links sind auch noch Feinde. Kurz mal orientieren. Hier sind Feinde. Wollen wir doch hier mal helfen. So, habt ihr die inzwischen ausgeschalten? Wunderbar. Und rechts ist auch noch was. Komm, dann hinterwandert er die wieder und haut sie hoffentlich um. Will noch mehr Einheiten? Oh, da habe ich zumindest mehr Einheiten. Schaltet sie aus. Mensch, hier ist ja schon alles so tot. Da komme ich ein bisschen zu spät, schätze ich mal. Wollt ihr mich mit der Kanone abschießen? Da bin ich aber kein Fan von. Ja, dann beschießt den Feind. Granate! Ja! Komm schon, so viel sind's nicht mehr. Die drehen immer die scheiß Kanone. Während sie beschossen werden. Das ist doch Einsatz. Oh, jetzt haben sie sie verlassen. So, passt doch. Prinz Wilhelm, welch eine Ehre. Ehre ist ganz meinerseits. Ich lasse nicht zu, dass Saxonia von diesen Wilden abgeschlachtet werden. Hört, hört! Es ist noch nicht vorbei. Verteidigung reparieren, mehr Ressourcen sichern und bereit machen für neue Angriffe. Wir lassen nicht nach, egal was der Feind unternimmt. Ja, der hat Arbeitsmoral heute. Oh, jetzt kann ich alle steuern. Das ist aber schön, so... Hier liegt doch so viel Zeug rum. Wir machen wohl große Fortschritte im Süden. Habe ich auch gehört, aber verlass dich nicht drauf. Ich habe nur Pattsituationen gesehen. Und die Siege fühlen sich mehr nach Niederlagen an. Ja, das kann passieren. Upgraden. Komm, ich brauche mehr Truppen. Achso, ich habe hier ein Hauptquartier. Sturmtruppen. Interessant, dass sie tatsächlich so heißen. Also haben sie vor, nichts zu treffen. Unsere Waffen sind bereit. Ja, ihr sollt mehr mit den Händen arbeiten. Grenadiere bereit. Oh, da habe ich auch Grenadiere. Geht doch lieber in den Kanonen. Oh, ich kann doch nicht auf die ganze Breite. Ich kann doch nicht alles hier machen. Egal, wir sammeln erstmal Ressourcen. Das kann definitiv nicht schlecht sein.
Oh, da ist eine Eisenmine, die müssen wir natürlich auch gleich holen. Das ist schön. Ihr nehmt mal hier die schöne Mechkanone, die die Feinde dagelassen haben, und schleppt sie hier hoch. Das ist doch eine gute Aufgabe für euch. Ja, schnappt euch das Öl. Deswegen sind wir doch erst überhaupt hier. Wir machen es wie die Amis. So. Ihr seid bereit, das ist schön. Wo geht ihr denn am besten rein? Es gibt auch hier noch einen Unterstand. Ja. Ja, Maschinengewehre, ja, keine Ahnung. Oh, da gibt's noch Öl neben uns. Das muss man natürlich auch holen. Dann nehmen wir doch mal die Sturmtruppen. Hoffentlich sind da keine Feinde. Die Eisenmine hole ich mir als nächstes. Befehle bestätigt. Wir sind hier, um zu dienen. Ja, dann mach das mal. Und hier ist auch eine Ölpumpe. Her damit. Ich brauche ganz, ganz, ganz viele Ressourcen. Keine Ahnung, was ich mit den langsamen Mörsermechs machen soll. Habe ich noch irgendwer, der bauwillig ist? Na, dann machen wir noch mal ein paar Pioniere. Mörsersystem könnte man natürlich auch machen. Warum macht man nicht einfach mal einen Wotan? So, das kommt in die Deckung. Oh, das ist vielleicht nicht gut, dass wir Wilhelm an vorderste Front schicken. Und rechts ist jetzt auch so ungedeckt. Ich brauche auf jeden Fall meine Pioniere. Ich muss den Unterschlupf hier verbessern. Was benötigt der Kaiser? Da kommen sie! Oh nein, die kommen schon. Also nicht gut. Ich brauche noch 10 Minuten Vorbereitung. Ich nehme auf jeden Fall jetzt mal die Ölpumpe. Ja, ja. Alles fürs Imperium. Ich weiß, wie es läuft. Das ist eine gute Feuerposition für euch. Das ist doch schön. Oh. Das sind natürlich gute Mörsertrupps. Ich wünschte, ich könnte die noch irgendwie aufteilen. Habt ihr die Öldinger inzwischen genommen? Sieht danach aus. Keine Aufgabe ist zu banal. Gut, dann nehmt doch mal das Zeug da ein. Nein, falsche Seite. Da habe ich doch niemanden. Ja, das sehe ich. Das ist nicht gut, was hier gerade passiert. Das ist nicht gut. Ich brauche mehr Fußvolk. Wie soll ich denn alle Flanken gleichzeitig schützen? Wie haben das früher die Militärleader gemacht? Oh nee, da ist noch eine fette Kanone. Komm schon, mach sie alle platt. Ja, ich mag dem seine Spezialfähigkeit. Ja, die schießen auch auf mich. Kommt durch den PC-Monitor durch. Komm schon. Mach das MG platt. So, und welche Verteidigungsanlagen leiden jetzt? Wieso schießt ihr nicht automatisch, ihr Vollidioten? Oh, das sieht gut aus. Aber wir müssen unbedingt den Kanonenunterstand reparieren. Ihr seid doch die Reparateure vom Dienst. Oh, nein, die machen das kaputt, bevor ich es reparieren kann. Mach doch hier erstmal die Infanterie platt. Ah, Mist. Mist. Wer misst, 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 misst. So fühlt sich das an. Ja, dann dezimiert hier mal. Ja, ist ja gut. Alle so unentspannt. Ja, mit Sturmtruppen. Komm schon. Haut alle drauf. Steht doch nicht tatenlos rum. So eine Mischung aus Mikromanagement und Makromanagement des Spiels. Also teilweise bin ich mit beiden Sachen unzufrieden, die sie machen. Die machen das Schlechte aus beiden Welten, hier meine Einheiten. Mehr Feinde. Wieso kommen die jetzt überhaupt von hinten?
haben meine Eisenmine einfach eingenommen. Na komm schon. Oh, ihr seid doch fast platt hier. Komm schon, das ist ein Typ noch an der Mauer. Ja, ja, Imperium am Arsch. So, ihr heilt euch erstmal hoch. Braucht hier noch jemand Hilfe? Du vielleicht? Ja, die Granaten haben gerade nicht viel gebracht, oder? So, wir nehmen auf jeden Fall die Eisenmine. Wir brauchen viel, viel mehr Mechs. Oh, warum kein Grimbart? Klingt doch gut. Ach, und ihr seid auch fast draufgegangen. Macht ihn doch platt, das ist ein Einzelner. Ja, repariert die mal. Ihr habt Schlimmeres repariert. Das ist schön für euch, dann macht schnell. Dann könnt ihr es ja. Ja, das ist der Plan. Das ist der Plan. So. Wenn es dem Imperium hilft. Keine Ahnung, ob es dem Imperium hilft. Das macht aber Spaß, die Mission tatsächlich. Trotz der Unzulänglichkeiten hier. So. Wie viel Mechs haben wir links? 2. Gut, dann braucht man in der Mitte wahrscheinlich noch ein mehr. Wir sind bereit. Sind unterwegs. Ihr seid bereit. Dann bemannt ihr das schöne Geschütz hier. Bereit für Befehle. Sind die nicht repariert? Okay, mehr geht wohl nicht. Könnt ihr einen Bunker bauen? Eine Kaserne hilft mir gerade wenig. Okay, da könnte ich zumindest einen hinbauen. Bringt das was? Da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber ihr könnt es ja probieren. So, irgendwer, der hier noch schießwütig ist. Komm schon. Hat die Ingenieure hier, bauen das auf. Na gut, das sei ihm vergönnt. Du stellst dich dahin, du stellst dich dahin. Das passt so. Ihr heilt euch mal. Oh, ich brauche noch ein bisschen mehr Ingenieure. Wie läuft's denn da rechts bei euch? Wir sind stets bereit. Ihr seid stets bereit. Wunderschön. Der Kaiser benötigt mehr Einheiten. Ja, ihr nehmt mal das da unten. Das kann nicht schaden. Oh, ich kann Eisenminen auch upgraden. Mineneffizienz wird erhöht. Oh, hoffentlich. Bunker hier. Kann ich den Bunker auch verbessern? Ja, das weiß ich nicht. Andere Waffen kann ich euch nicht geben. So, was könnt ihr noch? Was könnt ihr noch? Noch ein Bunker. Ich habe immer... Ich weiß nie, wie ich die rotiere. Wird ich den in die Richtung bekommen? Achso, ich kann ihn ja setzen und dann rotieren. Niemand baut massiver als wir. Ja, dann baut aber auch flott jetzt. Shit, die Feinde kommen ja schon. Seid ihr hier beim... Hier, dann sterbt mal ganz schnell. Ich brauche neue Einheiten und ihr blockiert die Slots. Ich will 100 rosviertisches Gold für jeden Saxonier, den sie kriegen. Einer unserer Trupps ist gefallen. Ja gut, dann können wir neue Trupps machen. Das war doch so ungefähr das, was wir wollten. Was nehmen wir denn? Flammenwerfer. Flammenwerfer-Trupps werden ausgerüstet. Wo ist das Ziel? Komm schon. Du hilfst mal hier den Kanonieren. Obwohl, das ist, glaube ich, verschwendete Liebesmühe. Das Ziel ist ja mich. Das sollte auch das Hauptziel sein. Attacke! Na, das sieht gut aus. Oh shit, die Kanone ist bald down. Und wo will der einsame Held da hinrennen? Nirgends. Gut, ihr... Nein. So, was kann ich denn machen? Ich kann zumindest Wilhelm reparieren. Und dann am besten die Geschütze. Wir haben die Kontrolle über eine Pumpe verloren. Nein, meine Ölpumpe.
Wer schießt denn da auf mich? Es explodiert zu viel. Ah, Mist, rechts die Ölpumpe. Ja gut, das ist jetzt Pech für mich. Rein da! Gut, dass ich hier so viel... Gut. Ihr repariert hier die Kanone. Rein da! Schnell! Schießt! So habe ich mir das vorgestellt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So, ihr verbessert euch auch mal. Da sind zwei, die müsst ihr ausschalten. Was macht man denn? Feldkanone brauche ich gerade nicht. Sunny. Ah, Sturmtruppen reichen, glaube ich. So, dann sterbt ihr bitte auch mal kurz. Ihr nehmt auch wertvolle Slots weg. Ja, ja. Gebt einfach euer Möglichstes. Komm schon, ihr seid ein Mech und so viele Einheiten. Das kann doch nicht sein, dass ihr hier nichts trefft. Guck mal, die machen gar keinen Schaden hier. Du bist beschäftigt, was soll ich sagen? Ja, das glaube ich, dass ihr ihre Aufmerksamkeit habt. Oh, die Mörsertrupps sind auch gleich weg. Die schießen ja auch nicht. Komm schon. Achso, das hat nicht viel Schaden gemacht. Ja, warum auch? Komm schon. Schaltet doch die Scheißkanone mal aus. Ja, das schaffen die schon irgendwie. Habt ihr echt so Probleme, den Mech da auszuschalten? Läuft eigentlich hier? Ganz gut, würde ich sagen. Standardwaffen ausrüsten. Achso. Da müsst ihr gerade nicht. Das ist doch schön. Einheit in Veteranenstatus aufgestiegen. Du bist nicht nur beschäftigt, du bist auch beschädigt. Ach komm. Irgendwer muss dem... Ja, ich habe ihm den Rücken zugedreht. Ah, den leveln wir nochmal auf. Die bräuchten Gesundheit oder zumindest Sunnies. Nein! Und ihr mörsert auch noch meinen Unterschlupf weg, ohne dass ich das mitbekomme. Oh, ich brauche mir Pioniere, eindeutig. Das ist schön, die müssen jetzt einiges reparieren. Der macht die Werkstatt kaputt. Oh! Ja, ich habe verstanden, Truthahn bereit, dann mach mal. Nein, ihr habt zerstört, ihr Erschieß. Kann doch nicht auf jeder Seite aufpassen, was ihr so macht. So, alles tot. Verbrennt sie alle! Bereit machen für den Beschuss. Sie haben die Hitze einfach nicht. Ich ja, ihr schleppt den Mörser mal hier rein. Es ist uns eine Ehre, alles zu bauen, was das Imperium benötigt. Das Imperium benötigt ganz viele von euch. So, nochmal ein Bunker. Schauen. Ich hab ihn doch noch platziert. Wo geht's jetzt hin? Hoffentlich. Wo kommen die alle her? Weiß ich doch nicht. Riesige Festung im Norden. Uneinnehmbar. Ja, das würde ich nicht sagen. Stets wachsam. Müssen wir jetzt die Festung einnehmen? Nee, wir müssen noch eine Welle überleben. Das kriege ich hin. Wir warten auf Anweisungen. Ihr wartet hoffentlich auch auf Anweisung. Übernehmt die Ölpumpe wieder. Bereit für Befehle. Ich bin unsere Pioniere melden sich zur Arbeit. Das ist schön. Guckt mal, ihr könnt so viel reparieren. Hier funktioniert nichts mehr. Saxony braucht uns? Schön gleichmäßig. Ja, schön gleichmäßig. Ihr werdet gleich auch repariert. Unterschlupf wird gemacht.
Das sieht doch gar nicht so schlecht aus hier. Oh, hab ich viel eingesteckt. Wir sind stets bereit. Gut, sobald ihr das habt, nehmt ihr hoffentlich die Beine in die Hand. Euch kann ich mich nochmal verbessern. Sturmtruppen werden ausgehoben. Ja, das ist schön. So, alle bereit? Wir haben diese Pumpe. Pioniere bereit für die Arbeit. Sehr gut, dann repariert ihr das Teil hoffentlich noch. Und hoffentlich noch rechtzeitig. Was brauchen Sie? Alles wieder in Ordnung. Schanzen uns im Bunker. Ja, ihr verschanzt euch im Bunker, das ist richtig. Kann ich gerade nicht upgraden. MGs kommen rein. Schon Schlimmeres repariert. Wir sind stets bereit. Und da sind die anderen Pioniere. Die hätte ich doch davor mal sehen müssen. Was kann ich denn noch reparieren? Die Werkstatt. Die darf nicht fallen. Die darf auf keinen Fall fallen. So, der kommt in die Mitte. Wir sind bereit. Etliche Feindeinheiten in Sicht. Das überrascht mich nicht. Das überrascht mich so überhaupt nicht. So, ihr geht mal vielleicht dahin. Bisschen mehr Feuerkraft kann ich schaden. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgehoben. Und schon, alles repariert? Wunderbar macht ihr das. Dann repariert mal das MG noch. Attacke! Komm schon, steht doch nicht einfach rum. Steht doch nicht einfach rum. Du hast ein Ziel bekommen. Du hast ein Ziel bekommen. Was willst du denn? Rückzug? Kein Rückzug. Hä? Bist du bescheuert? Habe ich R gedrückt? Lasst es! Wieso zieht er sich zurück? Oh, mein Kanonenunterstand leidet. Da ist ja niemand mehr drin. Ja, die Sturmtruppen können jetzt hier... Wo willst du hin, Kollege? So, wie läuft's denn hier? Komm schon, das sind nur zwei und du bist einer. Ah, du bist ein großer Mich. Achso, ihr sollt ja reparieren. Habt ihr auch getan, gut. Dann repariert mal den. Ich bin stets bereit. Ja, du bist gerade abgehauen. Das hat mir nicht so gefallen. Und du bist nur noch ein Typi. Oh, dann holst du die Ölpumpe zurück, ganz klar. Ganz klar ist es. Ja, das sieht doch gut aus. Du bist bereit für die Arbeit. Dann gehst du hier hin und kämpfst händisch gegen die Mechs. Sie wollen unsere Versorgung abschneiden. Nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Was zur Hölle ist das? Raketenartillerie. Ich habe vor Wochen einen Bericht darüber gelesen. Ja, die macht Spaß, wenn man sie selber hat. Ja, dann dezimiert mal gemeinsam. Guckt mal. Treuer Soldaten mit dem Revolver. Oder der Pistole. Ist das ein Revolver? Nee, ist glaube ich eine halbautomatische Pistole. Gegen den Raketenwerfer. Lassen wir die Flamme. Ist so gut wie erledigt. Komm schon. Sehr schön. Her mit der Ölpumpe. Diese Geschütze knacken früher oder später unsere Verteidigung. Oh nein. Und sie haben mindestens vier weitere. Tja, dann müssen wir unsere Verteidigungsstellung wohl doch aufgeben. Da klingt er gar nicht so unglücklich. Ich werde diese Dinger mit meinen Rittern zerstören. Sie verteidigen hier solange die Basis. Angriff! So.
Das neue Primärziel habe ich 1,5 Stunden versucht zu erreichen. Das hat nicht geklappt. Deswegen habe ich jetzt den Schwierigkeitsgrad mal auf einfach gestellt. Ich hoffe, damit schaffen wir es. Deswegen sieht es hier eventuell ein bisschen anders aus. Meine Einheiten leben so gut. Also ihr sollt ihn gleich reparieren. Ich habe auch gegoogelt. Das scheint eine der schwereren oder der schwersten Missionen zu sein. Lass mal die... Das mal die Profis machen, wir wollen hier einfach nur durchkommen. Und so eine lange Folge wollte ich gar nicht machen. Deswegen kriegt ihr hier ja, hoffentlich nicht mein Scheitern mit, sondern nur ja, mein Angriff hier auf die feindlichen Kanonen. Die haben echt viel Gegenwehr, die sie leisten können. Ja, ja, ganz viele Isegrims hätte ich gern. Ihr seid stets bereit, das ist ja wunderbar. Ja, euch sammeln wir mal hier. Hatte ich hier nicht noch einen zweiten geparkt? Ganz, ganz viele Isegrims braucht man. Das ist echt eine bombige Mission, würde ich sagen. Oh, die sind auch... Hier würde ich den Mech ganz gern lassen. Ich bräuchte den auch zum Angriff. So, ihr, wo sammelt ihr euch? Geht mal dahin. Ja, der Kaiser kann zählen. So, ihr repariert mal das Teil da. Und wir können leider gerade nichts anderes machen, deswegen müssen wir mal ein paar Truppen vorausschicken. Ja, ihr geht raus. Ihr greift jetzt mit an, dass wir hier ein bisschen Platz kriegen. So, die Kanonen sind irgendwo da oben. Das hier ist ein schönes Minenfeld. Mal sehen, ob die durchkommen. Die Kanone bleibt da, die bleibt auch besetzt. Gott, das ist doch schön für euch. Ihr kommt auf jeden Fall mal nach vorne. So, da kommen schon Feinde. Ah, da sind auch noch Leutchen. Die können ja mitkämpfen. Naja, das schaffen wir schon, das schaffen wir schon. So, ihr lootet mal den Mech da hinten. Und hier die Mech am besten. Ich mach hier gar nichts kaputt. Seit 6 Monaten, Eure Hoheit. Tausende von Männern für ein paar Meter Dreck und Steine. Ja, das ist nicht schön. So, ihr sammelt hier schön Zeug ein. Dann könnt ihr noch weiterleben. Ihr sollt doch nicht schleichen, ihr sollt schnell von hinten die Kanone wegmachen. Na gut. Schade, dass der gefallen ist, aber jetzt können wir neue Mechs machen. Also nicht so schlecht. So, 2 Mechs hat das uns gebracht. Du kommst mit in den Kampf, du bringst gar nicht mal so viel, obwohl du verteidigst hier die Ölplattform zusammen mit den Jungs. Ja, dann dient mir doch. Sammelt mal Zeug ein, und zwar dieses Zeug. Achso, jetzt habt ihr nichts mehr zu tun. So, noch ein Isegrim. Davon brauchen wir ganz, ganz viele. Ja, wird schon irgendwie passen. So, wir können die Basis natürlich nicht ganz ungedeckt lassen, aber ein bisschen ungedeckt. Na, sehr gut. Dafür habe ich dich produziert. So, dann können wir gleich losgehen mit denen. Die sammeln hier schön ein. Achso, dann können sie... Achso, ihr seid Grenadiere. Ja, das bringt nichts. Dann schaut mal ein bisschen nach vorne, was ihr denn so findet. Das ist schön, dann könnt ihr den Kanonenunterstand noch reparieren. Ich würde sagen, das passt hier so. Haben wir hier ein bisschen... Verteidigung, was unser Öllager angeht. Ja. Sagen Sie uns, was ihr tun sollen. Schaut mal, dass ihr hier desertiert oder sterbt. Ich brauche mehr Platz für mich. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die auf dem Kampfhaus sind. Ja, du wirst noch eine Granate. Gut fürs Vaterland. Du warst gut fürs Vaterland. Wir können alles reparieren. So.
Dann wollen wir mal losgehen. Ich hoffe, auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad geht das jetzt. Wie gesagt, auf dem mittleren, ich hatte keine Chance. Ich habe es probiert und probiert, aber das war nur ein endloses Ressourcenverschwinden. Verschwenden. Die haben mich so platt gemacht, das ist nicht feierlich gewesen. Deswegen probieren wir es einfach so. Kann ja nicht so schwierig sein. So. Ja, ihr kommt auf jeden Fall mit. Ihr müsst die Mechs doch reparieren. Jo, dann haut drauf auf die Feinde. Schon. Na, das läuft doch schon. Da ist eine Ölpumpe. Wir müssen aber hier hoch, glaube ich. Los, Jungs. Also. Dann sammelt mal ein. Natürlich ist alles entscheidend für unseren Erfolg. Die erste Kanone war hier. Ja, an den Kanonen. Schön zu den Kanonen gehen. Ja. Ich habe auch ein Ziel im Blick. Oh, der kann eine rauchen. Komm, ignoriert die Feinde. Geht nach vorne, macht die Kanonen platt. Du machst den Ding kaputt. Rauch! Rauch! Attacke! Ja, das will ich auch hoffen. Guckt mal, wie viel hier sind. Und die sind aktuell nicht besonders interessiert gewesen. Komm schon! Gut, eine Kanone Hammer. Bis zu zwei Kanonen habe ich auch immer ausschalten können. So, schalten wir mal die Feinde hier ein bisschen aus. Da müsste die nächste Kanone sein. Nein! Wilhelm! Bist schon wieder tot. Das ist in Ordnung, den können wir liegen lassen. Irgendwann, wenn es wichtig ist, können wir ihn auch zurückholen. Ja. Und mach ein bisschen hin. Das sieht doch gut aus. Wo werde ich gebraucht? Ja, hier schieß das Ding kaputt. Noch 100.000 vor uns. Ja, 100.000 Geschütze mache ich heute nicht kaputt. Belebt den Ollen mal wieder. Hey, da ist noch einer, der auch so schön leuchtet. Mach den mal platt, bitte. Mach den doch platt. Oder ist der tot? Keine Ahnung. Hier wirst du gebraucht. Schon. Läuft es? Ja, ja, repariert den mal. Sonst fällt er ja gleich wieder um. Also das läuft definitiv besser als auf Mittel. Da sind sie doch. Schön auf die Schnauze schießen. Komm schon. Oh, ich glaube, da kommen mehr. Kommt ihr klar damit? Ja, müsstet ihr. Müsstet ihr. Sehr gut, das sieht gar nicht so schlecht aus. Kampfschrei! Ja, wie ihm auch sonst. So, dann reparier mal die Mechs. Das ist gut, aber ihr müsst euch beeilen. Ich sollte hier mehr Truppen hinschicken. So, der eine Glowy-Typ wird weiterleben, so wie es aussieht. Also der hier. Den kriegen sie nicht platt. Der ist jetzt einfach da. Was schuld's? Ja, lootet das mal. Bevor sie es reparieren. Können sie ja gar nicht, aber trotzdem. So, dann würde ich sagen, die Isegrams reparieren wir noch und dann geht's gleich weiter. Das soll ja relativ schnell gehen. Vor allem die zwei sind echt kaputt. Echt schon ordentlich maträtiert.
Ja, dann können wir da oben bleiben. Könnt jetzt auch die Ölpumpe und die Eisenmine einnehmen. Aber was soll's. Ihr seid im Elite-Rang, das ist schön. Könnt ihr schneller reparieren? Das wäre klasse. Na komm. Na, das würde ich auch sagen. So, das sieht wunderbar aus. Versuchen Sie es, wir beheben die Schäden. Das freut mich. Ich werde in Kürze dort sein. Oh, das nichts Geringeres erwarte ich von dir. Wir sind hier, um zu dienen. Ist das schön, wie leicht das zu reparieren ist. Alles wieder in Ordnung. Wir haben schon Schlimmeres repariert. Schreiter bereit. So, dann seid ihr zwei auch einsatzbereit. Und der letzte wird noch ein bisschen geflickt. Ja, gleich bist du bereit. Nein, ihr sollt nicht angreifen, ihr sollt hier die Mine übernehmen. Gut, dann sind wir bereit zum Weitergehen. Die nehmen jetzt die Eisenmine ein und wir laufen einfach Richtung mehr feindlichen Kanonen. Hier geht's lang. Da steht, glaube ich, die nächste. Oh, was ist denn das für ein Placement hier von euch? Egal. Ihr werdet schon irgendwie ankommen. Und ihr holt die Eisenmine, das ist sehr gut. Könnt sogar dann das Wrack wahrscheinlich noch mitnehmen, solange hier keine Feinde nachspawnen. Aktuell sieht's gut aus. Auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad war das ein endloses Gewusel an Feinden. Das war nicht so schön. Also nicht so schön, dass ich da wirklich anderthalb Stunden mit verbracht habe und es nicht geklappt hat. Nein, doch nicht durch die Kirche laufen. Das sind Kriegsverbrechen. Ja, ist ja gut. Mach die Kanone platt. Na, zumindest der einfache Schwierigkeitsgrad hat sich hier echt gelohnt. Ein Bahnhof. Die russwirtische Bergfestung wird darüber versorgt. Muss ich jetzt noch einen Bahnhof einnehmen? Macht das Dorf platt. Das war wohl der letzte Artillerie-Mech. Nein. Da ist doch noch einer. Ja, der wird ein bisschen cray-cray. Der Prinz Wilhelm. Ja, ja. Feindbeschuss ist nicht gut. Oh! Das Ding ist vom Himmel gefallen. Ihr sollt die scheiß Kanone platt machen. Dafür habe ich euch angeheuert. Komm schon. Komm schon. So weit hatte ich es noch nie. Ja. Und Rauch. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Na, da sind aber noch feindliche Soldaten. Oh, das hat jetzt sich nicht gelohnt, da Raketen drauf zu ballern. Ah, hat er gar nicht gemacht. Hui. Geschafft. Ihre gesamte Artillerie ist sehr schön. Das nützt uns herzlich wenig, wenn Sie weiter Nachschub bekommen. Zeigen Sie mir diesen Bahnhof. Er liegt geschützt in der Basis. Die könnten wir einnehmen. Sie haben schwere Verluste und wir haben die Initiative. Aber das widerspricht unseren Befehlen. Wollen Sie etwa weitere 6 Monate zusehen, wie eine ganze Generation von Saxonien... Das ist ein gutes Argument. Nein, Hoheit. Dann unternehmen wir etwas. Ich will diesen Bahnhof. Obwohl Wilhelm hat wirklich einen an der Waffe. Schneiden wir sie eben vom Nachschub ab. Dann müssen Sie zu uns kommen. Neues Primärziel erhalten. Aber das kriegt mal hin, wir sind ja noch gerüstet. Geht's euch gut? Wieso seid ihr hier? Ich dachte, ihr seid da drüben. Ja, das nehmen wir mal hier alle schön ein. Dann nehmt mal das Wrack noch hier ein. Schöne Materialien für mich. So, was haben wir hier noch? Ihr könnt den Bunker kaputt machen. Ja, greift mal zu viert an, das wird bestimmt was bringen. So, du machst die da platt. Na, du hast aber eine gute Psyche gerade. Komm schon. Mal sehen, wie lange sie ohne Essen und Munition im Berg überleben.
Oh, Wilhelm, du kriegst gleich wieder aufs Maul, weil du schwach bist. Abhauen! Oh je, du kippst gleich um. Du kippst doch gleich um. Ihr seid Grenadiere, ich brauche aber wieder Leute, die was reparieren wollen. Da seid ihr. Ja, mach den mal wieder heil, den... Ah, oh, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Angriff! Angriff! Ja, ja, das ist schon in Ordnung. Granate nach vorne! Ja, sehr schön. Und die haben ein Mörsersystem. Oh je. Dann würde ich mal sagen, wir verschieben die Mechs hier hin. Und dann hoffen wir, dass es truppenmäßig reicht. Ansonsten haben wir viele Ressourcen, um neue zu machen. Da kommen jetzt ganz viele. Ja, kriege ich mit, ist nicht so gut. Ein Mech könnte man, glaube ich, schon mal nachmachen. Jetzt schau mal erstmal, was die hier noch reißen. Komm, die wollen die Eisenmine. Haltet sie auf! Ah, meine Mechaniker leben noch, das ist wunderbar. Die können die Isegrims hier wieder reparieren. Dann schaffen wir es vielleicht tatsächlich. Mit dem, was wir hier haben an Einheiten. Komm schon. Schön reparieren und Wilhelm dann auch wieder auf die Beine helfen. Der Kaiser kann auf uns zählen. Ja, ja, und gebt dem Kaiser am besten auch noch oder dem Prinzen hier ein bisschen was zur Beruhigung. Das könnte nicht schaden. So, was haben wir denn noch zur Auswahl? Ja gut, dann haben wir hier schon mal zwei Reserve-Isegrims. Ihr repariert noch das arme Teil da oben. Und dann geht's daran, Wilhelm aufzupäppeln. Und dann muss ich irgendwie das Hauptquartier einnehmen. Das kriege ich auch noch hin. Oh, schön für dich. So. Dann einmal ein Flästerchen an den armen Prinzen. Und ihr rückt schon mal vor. Nicht die Pioniere. Ja, auch. Oh. Ich weiß nicht, ob die Mechs reichen werden. Vielleicht hätten wir einfach durchbrechen sollen. Der Kaiser kann auf uns zählen. Ja, dann. Macht mal. Und schön reparieren. Ja, dann Rauch, würde ich mal sagen. Oh, da ist noch so eine Artilleriekanone. Macht sie platt! Ja, komm, mach die Kanone platt. Der Rest ist nicht so wichtig. Ja! Und schön durchbrechen. Oh je, der Isegrim. Ja, du wirst jetzt hier gebraucht, Kollege. Ja, ich hab das Gefühl, wir haben die Einheit verloren. Komm schon, Feuer! Und nochmal Feuer. Ja! Mach das Mörsersystem noch platt. Ja, die Bastarder schießen auf uns alle. So, die Mechs sind down. Durchbrechen! Brech durch! Du brichst auch durch. Ihr werdet hier hinten gebraucht. Können wir gleich die Kaserne mal ausschalten. Beziehungsweise hier erstmal die Kanoniere, die mir ein bisschen den Spaß rauben. Da kommen mehr feindliche Einheiten. Und schnell die Kaserne platt machen.
Komm schon, da kommt noch ein Mech. Und was jetzt? Reparier so viel du kannst. Fuck. Komm schon, du kannst noch reparieren. Der Mech ballert mich ordentlich weg. Ich glaube, wir schicken mal Nachschub. Ich weiß nicht, ob es so viel Sinn macht, die einfach reinzuschicken. Wir probieren's. Komm schon, die Kaserne ist gleich platt. Das schafft ihr. Ja! Eure Hoheit, von Duisburg wird das nicht mögen. Oder euer Vater. Die sind nicht hier. Und wir retten saxonische Leben. Das ist ein Gegenargument. Aber aktuell löscht man hauptsächlich polanische Leben aus. Und da oben ist das Hauptquartier, das wir brauchen. Komm schon, mach die Werkstatt kaputt. Mist, das werden wir nicht aushalten. Ja, die nehmen jetzt die Eisenmine ein. Komm, wir könnten theoretisch die zwei Mechs auch noch reinschicken. Ja, komm. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Alles ausgelöscht. So, zwei Isegrims. Ich glaube, es macht mehr Sinn, hier zu sammeln. Angriff! Komm schon! Die Eisenmine darf nicht in ihre Hände fallen. Sehr gut. Also, wir sammeln uns mal hier. Nicht da, sondern auch nicht da. Hier. So, mit den Einheiten schaffen wir es jetzt aber rein. Ja, warum nicht? Her mit den Isegrims. Und mit den Teilen. Die sind auch relativ nice. So, alles gut bei euch? Ja, ihr seht gut aus. So. Ja. Gibt's neue Informationen? Held ist bereit für die Schlacht. So, der Held bleibt mal hier. Kann er weiter geistreiche Kommentare bringen. Bestätige. Denk aber, das reicht tatsächlich hier schon mal als Vorhut. Wo sind denn die anderen? Ach, die brauchen halt immer. Die brauchen noch ein bisschen. Gut, auch nicht so lange, die sind schon da unten. Und dann können wir einfach reinspazieren. Vielleicht brauchen wir auch ein paar Sturmtruppen noch, die hier irgendwas einnehmen. Nee, ich muss nur die Basis zerstören. Okay, das kriegt man hin. Da kommen sie ja. Angewatschelt, die zwei. Auf die warten wir noch und dann geht's Richtung Hauptquartier von denen. Mensch, das ist aber eine ineffiziente Art, sich vorzubewegen. Stellt euch mal vor, eins von den Gelenken geht hier kaputt, dann ist ja schon alles am Arsch. Gibt wohl einen Grund, warum sich das nicht durchgesetzt hat in der Kriegsführung. Stürmt sie! Auf sie mit Gebrüll! Das ist gut. Aktuell machen wir aber eher Angriff anstatt verteidigen. Ja, die Maschinengewehre sind uns egal, wir sitzen doch in Panzereinheiten. Ja, das sieht doch viel besser aus. Raketen! Raketen! Wunderbar läuft es. Komm schon, haltet euch vielleicht doch nicht damit auf. Macht die Werkstatt noch kaputt. Komm schon, ihr seid so viele, das muss doch schnell gehen. Sehr schön. Und weg mit dem Hauptquartier. Ja, mach mal den Mörser kaputt, der verdirbt mir hier den kompletten Spaß. So, das Hauptquartier fällt gleich.
Da, die haben zwei Mörser. Kein Wunder läuft das nicht. Ja. Gut gemacht, Männer. Dankeschön. Hoheit, sehen Sie. Was ist das? Chlorgas. Genug, um alles hier in einen tödlichen Nebel zu hüllen. Das ist ein Kriegsverbrechen. In unseren eigenen Gräben. Also, das wissen wir nicht sicher. Sie hätten es getan. Die haben keine Ehre. Lassen wir diese Ratten ihre eigene Medizin schlucken und rotten sie aus. Was meinen Sie damit? Mitkommen. Wilhelm, es wäre mal Zeit, über Grenzen zu reden. Das ist jetzt nicht die passende Gangart. Vielleicht hätten sie schon längst eingesetzt. Ah, egal. Sieg errungen. Auf einfach. Na gut. Kriege ich wenigstens eine Medaille? 3 Stück sogar. Uiuiui. Ja, verliere weniger als 5 Einheiten, du mich auch. Fortsetzen. Wir haben uns die Filmsequenz redlich verdient. Ja, ja. Banner, Fraktionslevel, leck mich. Nur die Videosequenz zählt. Da kommt sie ja schon. Hoffe ich zumindest. Ja, so oft wie der hingefallen ist und ich ihn reparieren musste, lässt er sich hier ein bisschen zu Unrecht feiern. Träger des Eisernen Kreuzes und Oberst, wenn es so weitergeht, werden Sie bald mir die Befehle geben. Ich diene meinem Volk so gut ich kann. Er lebe hoch! Prinz Wilhelm! Hurra! Oh je. Sie dienen ihrem Volk, wenn sie Befehle missachten und Hunderte von Roswitz unter Qualen sterben lassen? Die Festung wurde seit Monaten belagert. Die Ritter von Saxony brauchten nur Stunden zum Sieg. Der Weg nach Osten ist jetzt frei. Durch Giftgas, Wilhelm. Niemals zuvor haben wir auf solche Weise Krieg geführt. Wir haben auch noch nie Millionen von Leuten verloren. In Saxony gibt es Dörfer, in denen man keinen Mann zwischen 15 und 35 mehr findet. Familien verlieren ihre Söhne und Brüder und Väter. Dörfer in Trümmern, Städte in Flammen. Ja, alles nicht so gut. Haben Sie sie gesehen, die Männer in der Festung? Haben Sie in ihre Gesichter, ihre Augen gesehen? Es war furchtbar. Aber muss uns nicht jedes Mittel recht sein? Nein, eigentlich nicht. Unsere Pflicht, das Leid des saxonischen Volkes zu beenden, auf welchem Weg auch immer. So beendet man das nicht. Das Problem ist nur, über genau das denkt vermutlich irgendein roswietischer Kommandant auch gerade nach. Sie haben ihm die Rechtfertigung geliefert, alles noch viel schlimmer zu machen. Tja, das kommt, wenn man nicht denkt. Muss jetzt passieren. Sie könnten überall sein. Ah, schon wieder der Prinz. Entlass deine Berater und bring die Presse unter Kontrolle. Wir brauchen absolute Macht. Gut, der hat auf die Fresse bekommen. Ach so, wir plaudern jetzt lieber mit verrückten Greisen, statt das Reich zu retten. Das wäre alles. Was ist denn mit dem passiert? Alter Freund. Schön, Sie zu sehen. Setzen Sie sich. Natürlich. Olga Morozova, eine Vertraute meines Cousins, Zar Nikolas. Ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Gunther von Duisburg. Wieso bin ich hier? Intrigante Politiker wollen die Monarchie abschaffen. Nein. Unverschämte Industrielle wollen keine Abgaben mehr leisten. Nein. Sie fragen, warum Sie hier sind? Ich kann die Flut nicht aufhalten. Und wenn doch? Vor einigen Monaten erhielten ich, Zar Nikolas und andere Herrscher Informationen über eine Geheimorganisation. Männer, die den Krieg angefacht haben und in die Länge ziehen, um Macht zu erlangen. Die Information stammt von Nikola Tesla. Er hat über Jahre hinweg Fakten über diese Organisation gesammelt. Und ihnen wahrscheinlich auch noch geholfen. Fenris. Die Anschuldigungen waren abscheulich, aber leider auch glaubhaft. Ich schloss daher mit Zar Nikolas insgeheim einen Waffenstillstand. Wir wollen die Fenris-Mitglieder in unseren Regierungen enttarnen. Deswegen sind sie hier. Als jemand, dem ich trauen kann. Sie haben mich öffentlich einen Lügner genannt, um ihren Sohn Wilhelm zu schützen.
Es gibt Elemente in Dresden, vielleicht sogar unter meinen Ministern, die gegen mich und die Waffenruhe arbeiten. Einen Lügner! Die Menschen sind aufgebracht. Unsere Propaganda hat ihnen eingeredet, dass der Sieg sicher sei. Das ist der Fehler. Unseren Russwirt-Brüdern jetzt die Hand reichen. Wir glauben, Fenris will das zu seinem Vorteil nutzen. Laut Olga arbeiten sie daran, den Krieg erneut anzufachen. Keine Schattenorganisation hat Zaren und Kaiser in diesen Krieg getrieben. Das war ihre eigene Dummheit. Und das auch. Ihr Traum von Macht, Ruhm und Ehre. Größenwahn! Genug! Und jetzt sucht ihr nach allen möglichen anderen Gründen und Ausreden, weil ihr so absolut versagt habt, dass jedermann schier den Verstand darüber verliert. Ich zappel ganz schön rum hier. Das geht zu weit! Fenris ist keineswegs ein Hirngespinst. Ich habe ein Treffen seiner führenden Köpfe beobachtet, mit eigenen Augen. Aber sicher doch. Spionage und Manipulation sind nicht mein Betätigungsfeld, Fräulein. Ich bin Soldat, schon mein Leben lang. Aber leider Gottes gibt es nichts mehr, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Muss ich Ihnen befehlen, mir zu helfen? Versuchen Sie es. Ja, zumindest bin ich ein eiskalter Bastard, das ist doch gut. Bis jetzt ist mir Wilhelm sympathisch. Dieser, keine Ahnung, die heißen doch alle Wilhelm. Na gut, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.